die Damen und die Herren, ich begrüße, oder die Schüler auch, begrüße ich ganz, ganz herzlich zu dieser ersten Informationsversammlung, wo wir am Anfang, wo die Conservatoire du Nord ich ein Projekt vorstellt, den eigentlich von unserem Orchestre Philharmonique de Luxembourg, also vom OPL, lanciert wurde. Also am Prinzip, als das ganze OPL-Orchester spielt. Und Schüler und Studenten kommen dabei. Also das ist doch nicht so, dass so bestimmte Register, ein Register vom OPL-Orchester ausgewiesen gehen durch Studenten. Ne? Also das ist nicht das nicht so etwas, sondern am Prinzip ist ein OPL-Orchester da und Schüler und Studenten kommen dabei und gehen eigentlich dann noch an den gemeinsamen Proben von den OPL-Musikern gecoacht. Ein Schock, aber ein positiver Schock. Ich meine, wenn man mit, keine Ahnung, 24 erste Geigen spielt und 12 oder 14 Bässe und 9 Flöten und also das Orchester ist mehr als zweimal so groß und das ist überwältigend. Aber was mich auch sofort aufgefallen ist, ist, dass die Musiker vom OPL und viele sind auch Professoren, haben die Studenten sehr, sehr gut vorbereitet und eigentlich war das Niveau schon vom Anfang ziemlich hoch. Und das war sehr, also positiv überraschend. On voit que le conservatoire et tous les organisateurs en fait se mobilisent pour nous et ça c'est vraiment super gentil de leur part et ça nous motive forcément. Enfin moi ça me motive énormément, ça me booste en me disant que plus tard je vais sûrement devenir musicien. Respekt habe ich schon, da mein Professor mir gesagt hat, dass es ziemlich schwer sei. Doch ich hoffe mal, dass ich es fertigbringe, auch das Transponieren, da die Stimme nicht in der Stimmlage des Instruments geschrieben ist. Und das werde ich jetzt sehen in der ersten Probe, ob ich es schaffe. On a pris plus de répétitions, plus de temps. On a fait une prélecture. On a passé du temps sur chaque chose. On a fait des ateliers. Coaché par différents, enfin par les chefs de pupitre. On a eu 2 heures chacun dans notre petite classe pour aider chacun nos stagiaires. Je pense aussi que pas mal de professeurs ont un petit peu avant dans leur classe, enfin je sais que pas mal de professeurs du pays ont travaillé avec leurs élèves pour essayer de les préparer le mieux possible, parce que bon, c'est une partition difficile, exigeante. Donc sans quoi, ils n'y arrivent pas évidemment. Für mich war die erste Probe etwas schwieriger, das Lecture à Vue war für mich. Und mit der Transposition war es etwas schwierig, aber ich hatte dann am Mittwoch einen Tag frei, um zu üben. Und dann am Donnerstag ging es schon sehr gut und am Freitag noch besser. Je pense que du moment que tout le monde se concentre bien sur ce qu'il dit, ça peut marcher quand même assez vite. Mais bon, c'est quand même à chaque fois assez dur de bien voir ce que le chef veut et surtout bien justement de l'appliquer. Mais au bout d'un moment, en tant que musicien, il faut justement savoir s'adapter à ça. C'est aussi la subtilité. Meine allererste Partitur war eine kleine Taschenpartitur von dieser Symphonie. Also von daher ist es bedeutet das Stück mir ganz viel und ja, es ist ein unglaublich tolles Werk, wo das Schicksalsmotiv, womit es anfängt. Also es ist ein unglaublich persönliches Stück und sehr emotional und sehr tief bewegt. Ja, und das versuche ich rüberzubringen an den Musikern, also an den Studenten. Und es ist schön zu sehen, wie auch, ich meine, es gibt ein paar, die sind, glaube ich, erst 14 oder so. Aber diese ganz tiefe, große Emotionen, also wie sehr, also auch diese jungen Leute davon berührt werden,
ja, es ist sehr schön. Das ist eine wunderbare Sache, ne, wenn so eine hochprofessionelle Institution eigentlich die Verbindung mit den Schulen herstellt, sucht und herstellt und das gleich dann mit so einem ambitiösen Projekt, ne, wo unsere besten Schüler, Studenten eigentlich die Gelegenheit bekommen, wirklich das professionelle Milieu kennenzulernen.